Medien kamen Prinz Harry, 38, und seiner Ex wohl zu nahe. Der Herzog von Sussex kämpft derzeit vor Gericht gegen einen Presseverlag. Die Zeitungen sollen ihn nicht nur ausspioniert und gehackt, sondern auch verfolgt haben. Das belastete wohl auch seine Beziehung zu Chelsea Davy, 37, mit der er bis 2011 immer wieder zusammen war. Die aufdringliche Presse war offenbar sogar schuld an der Trennung von Harry und Chelsea. Das geht nun aus den Gerichtsdokumenten vor, wie unter anderem Gala berichtet. Demnach soll Harrys Anwalt vor Gericht ausgeführt haben, wie sehr sich das damalige Paar unter Druck gesetzt gefühlt habe. Er wurde sofort misstrauisch gegenüber jedem, der in den Geschichten über ihn genannt wurde und hatte das Gefühl, dass er niemandem trauen konnte, selbst in seinem jungen Alter, erklärte der Jurist. Dieses Misstrauen habe die Beziehung zu Chelsea stark belastet. Als die Reporter den beiden dann sogar in einen gemeinsamen Urlaub nach Mosambik folgten, wurde es ihr zu viel. Sie soll entschieden haben, dass ein königliches Leben nichts für sie sei. Zuvor hatte es schon Spekulationen gegeben, woran Harry und Chelseas Liebe zerbrochen war. Eine naheliegende Erklärung war offenbar auch die verstorbene Queen Elizabeth, christliches Kreuz, 96. In seinen Memoiren schreibt der 38-Jährige, dass ihm die Leichtigkeit der Blondine gefallen habe, seiner Oma wohl aber weniger. Ich konnte nichts dafür, was meine Großmutter darüber dachte. Trending nach Krönung: Royals wollen Abstand zu Prinz Harry und Meghan 7,3 TSD. Lesen jetzt Guardians of the Galaxy Rolle, Fachriyadim war skeptisch 5,5 TSD. Lesen jetzt vor Westminster Abbey, das forderte Karte von Prinz William 5,1 TSD. Lesen jetzt Tipps für Promiflash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de. Thank you.